Stimmt das, dass es schon hier auf der Erde Außerirdische gibt, die sozusagen nichts Gutes für uns wollen? Und da ist das Ganze kontrollieren. Also man muss erst mal dazu sagen, wir Menschen, alle Menschen sind ja letztendlich, haben außerirdischen Ursprungs, jeder von uns. Weil die ersten Bewohner der Erde waren Außerirdische. Und der Hintergrund ist eigentlich der, dass wir Menschen durch die, es sind ja auf der Erde sehr viele außerirdische Wesenheiten unterschiedlichen Galaxien hierher gekommen. Und wir Menschen waren eigentlich dazu da, so war die Grundidee, dass wir diese ganzen Informationen und Fähigkeiten in uns tragen. Jetzt gab es aber natürlich auch eine Gruppe von anderen Außerirdischen, die aus Angst, dass wir irgendwann das Universum beherrschen, weil wir natürlich mit ganz anderen Möglichkeiten ausgestattet sind, haben dann letztendlich versucht und haben das natürlich auch jetzt umgesetzt, die ganzen Jahrtausende, uns letztendlich, ich nenne es jetzt einfach mal, zu deckeln. Das heißt, uns nicht diese Fähigkeiten wegzunehmen, ging nicht, aber dafür zu sorgen, dass wir diese Fähigkeiten nicht zum Ausdruck bringen können. Brainwash und alles, oder? Genau, also man würde jetzt sagen, versklaven sozusagen. Ja, so ganz simpel. Und haben uns praktisch die Fähigkeiten genommen, dass wir das groß zum Ausdruck bringen können. Und das ist, deswegen gibt es die Außerirdischen seit Gedenken. Es gibt viele Stationen im Inneren der Erde, leben sie, sie leben hier außen, es sind auch viele unter uns. Es ist grundsätzlich so, dass es aber jetzt durch diesen Aufstieg, den wir gerade machen, also auch in die fünfte Dimension, wir haben immer Stück für Stück kriegen wir mehr und mehr Frequenzanhebungen. Deswegen haben viele Menschen im Moment auch große Probleme. Was bedeutet das genau, die Frequenzanhebung? Also Naja, du hast einen bestimmten Herzschlag, eine bestimmte Herzfrequenz. Und diese Frequenz wird Schritt für Schritt auf der Erde erhöht, sodass wir mehr und mehr höher schwingen als früher. Das merkst du daran zum Beispiel, wenn du dir etwas wünschst, geht es viel schneller in Erfüllung als vor, ich nenne es jetzt mal 15, 20 Jahren. Da hat Also es die noch viel länger gedauert. Manifestation kommt viel schneller zustande. Manifestation zum Beispiel. Es geht auch darum, dass Menschen, die Frequenzanhebung in sich dann auch bereit sind oder das entsprechend auch sich weiter entwickeln, dass sie für manche Menschen nicht mehr wahrnehmbar sind. Da gibt es viele Ausführungen, viele Menschen, die darüber berichtet haben, dass sie das Gefühl hatten, plötzlich wo zu sein, wo eigentlich normalerweise auch in den Zeitlinien zu verschieben, also wo du auch plötzlich merkst, du kommst an einen Ort, da müsste es nochmal richtig voll sein mit Menschen und da ist gähnende Leere, da ist kaum einer, zum Beispiel. Ja, ich habe das selber auch schon erlebt, diese Phänomene. Aber das ist nur, weil du höher schwingst und also ist eigentlich immer noch alles gleich. Wenn sagen wir, ich bin jetzt dort und du bist dort und du bist eigentlich schon in der fünften und ich bin immer noch in der dritten, dann bin ich eigentlich immer noch Du dort. würdest mich praktisch nicht sehen, sozusagen. Also ich wäre für dich in dem Moment nicht sichtbar. Ich kann dir ein ganz interessantes Beispiel nennen. Ich habe ein Pärchen kennengelernt, die mir das auch berichtet haben. Und zwar haben die sich getroffen in der Stadt, in der Fußgängerzone. Und hatten einen Ort ausgemacht in der Fußgängerzone, direkt an der Parkbank. Was sind ja immer in den Fußgängerzonen so Bänke, wo man sich dann, ne, so treffen kann. Und hatten auch einen bestimmten Platz ausgesucht, eine bestimmte Bank vor einem bestimmten Geschäft und so weiter. Das war alles ausgemacht. So. Und sie kam in die Stadt und hat sich noch gewundert, warum es um die Uhrzeit so leer ist. Also die Einkaufsstraße, die sie immer kennt, die normal immer gut besucht ist, da waren vielleicht, sie hat gesagt, vier, fünf Leute sind ihr entgegengekommen. Ansonsten war die Stadt für sie oder der Fußgängerbereich leer. Und sie hat sich noch gewundert. Und dann kommt sie an die Bank, wo sie sich die Uhrzeit hat, alles gepasst. Und dann wartet sie und plötzlich klingelt ihr Handy. Dann geht sie ans Handy dran, ist ihr Freund dran. Ja, wo sie denn sei. Und dann sagt sie, du, ich stehe hier an der Parkbank, da vor dem Geschäft, was wir ausgemacht haben und so. Da sagt er, das kann nicht sein, da stehe ich ja schon die ganze Zeit. Wo bist du denn? Und die standen nachher wirklich 5 Meter nebeneinander und haben sich nicht gesehen.
erst als sie plötzlich mit der Frequenz nach unten gegangen ist, dann wurde es sichtbar und dann war plötzlich auch die Menschenmenge wieder zu sehen. Also man kann auch wieder runter, sich runterdimmen Ja, sozusagen. sie hat es nicht bewusst gemacht. Das war unbewusst ist es das passiert, dass sie die Frequenz, sie war wie auf eine Zeitspur sozusagen. Ja, also sie hat es nicht bewusst jetzt gesteuert, sondern es ist unbewusst ist das passiert. Und wie gesagt, sie standen wirklich 5 Meter nebeneinander und er hat sie nicht gesehen und sie hat ihn nicht gesehen. Also das ist eines von vielen Phänomenen, die mir berichtet worden sind. Und ist dann die Stadt noch da? Also wenn du jetzt in der fünften Dimension bist, ist dann die Stadt noch da? Einfach die Menschen sind nicht da? Oder was ist dann? Ja, genau. Also du siehst die gleiche, die Umgebung ist die gleiche. Nur die Menschen sind viel, viel weniger. Oder du kommst mit dem Auto wohin, wo normalerweise der Parkplatz eigentlich voll ist. Du normalerweise dann immer was rumsuchen musst, bis du einen Parkplatz findest. Und du kommst so hin, da stehen vielleicht noch zwei Autos und der Rest ist weg. Und das ist zum Beispiel etwas, was die gesamte Frequenz angehoben ist. Also daran kann man erkennen, dass wir in einer anderen Frequenz sind. Und du hast mal gesagt, dass man dort dann nicht mehr richtig essen muss und auch nicht mehr richtig schlafen muss. Ich weiß nicht, wie es in der fünften Dimension ist, ob du das immer noch so schmeckst und spürst oder. Also ich finde, der Grund ist ja genau, deswegen sind wir hier, um alles das zu erfahren. Wir wissen ja als Seele eigentlich alles, denke ich mal, und erfahren hier einfach alles. Und wie ist es so in der fünften Dimension? Also grundsätzlich ist es so, der Mensch hier in der 3- und 4D-Welt muss deswegen noch essen und schlafen, weil er unnötig seine Energie verbraucht. Also Stimmt. es liegt einfach daran, wenn du mal auch selber vielleicht an dich denkst, wie oft du mit Gedanken ständig woanders bist. Du switchst, ich sage jetzt mal, zwischen Vergangenheit und Zukunft ständig eigentlich hin und her. Und diese pure Gegenwart wirklich aufzunehmen. Also, es hat mal ein Schüler zu einem Meister gefragt, Meister, wie hast du die Meisterschaft erreicht? Und dann hat er gesagt, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich schlafe, dann schlafe ich und wenn ich gehe, dann gehe ich. Also, dieses wirklich 100% bewusst zu tun. Ja. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir normal jetzt nur einen normalen Spaziergang machen, sind wir wie viel dieses Spazierganges in der Zeit, sind wir wirklich in der absoluten Gegenwart? Ja. Wir sind mit unseren Gedanken oft wo ganz anders. So. Und das verbraucht unnötig Energie. Und diese Energie müssen wir irgendwie wieder zu uns führen. Und deswegen kriegen wir das Hungergefühl. Und deswegen haben wir auch irgendwann das Bedürfnis, uns hinzulegen, zu schlafen. So. Und wenn du jetzt gerade die fünfte Dimension ansprichst, es ist ja so, dass oder in der fünften Dimension ist es so, dass wir uns hauptsächlich von den alten Strukturen, von den alten Mustern befreien. Im Moment ist es so, dass wir der Materie dienen. Das heißt, wenn du von A nach B kommen willst, musst du entweder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen oder du musst dein Fahrrad nehmen oder du musst dein Auto nehmen oder was auch immer. Und in der 5D dient die Materie uns. Das heißt, wir erschaffen die Dinge, die wir haben wollen. Das liegt aber daran, weil du in einem Zustand des Loslassens bist. Im Moment haben wir noch in unserer Welt hier dieses Festhalten. Also der Mensch ist hier noch oft gepolt, dass er sagt, zum Beispiel, das ist mein Haus, das ist mein Auto, mein Zaun, mein was weiß ich was. Also dieses Festhalten. Oder wenn ich unbedingt was haben will, ja, also dieses Verkrampfen und so. Das ist. Und das hast du in der 5D nicht mehr. Also kein Ego eigentlich sozusagen. Ja, und auch nicht mehr, ich sag mal, einfach alles, dass alles fließt, dass alles frei ist. Und wenn ich in diesem Zustand bin, dann brauche ich nichts mehr groß zu essen. Es ist kein Bedarf da. Warum? Weil die Energie die göttliche Energie ist ja sowieso vorhanden. Also das heißt, der Fluss, der Lebensfluss, die Lebensenergie fließt ja trotzdem. Und jetzt bin ich aber in der Lage, mit dieser Energie ausreichend entsprechend auch versorgt zu sein. Versuchst bewusst zu essen. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast gesagt, du isst gern Mangos als Beispiel. So, jetzt hast du einen richtigen großen Teller voller Mangos. So, wenn du dich jetzt bewusst hinsetzt, du gehst nicht an dein Handy, du gehst nicht, lässt dich nicht ablenken, wenn es klingelt. Du guckst kein Fernsehen, du sprichst mit niemand, sondern bist wirklich nur
Du und dein Teller und dein Essen. Und du bist ganz und gar beim Essen, auch während du es isst, langsam bewusst nimmst du die ganzen Geschmacksnuancen, die diese Mango beinhaltet, auf und genießt es richtig. Mache ich hundertprozentig die Wette, du brauchst ein Drittel von der Menge, die du normal isst. Warum? Weil du die Energie, die dieses Obst hat, auch mit richtig aufnimmst. Normalerweise geht es gerade so durch. Du kannst die Energie unter normalen Umständen gar nicht mehr aufnehmen, weil du dauernd mit deiner Energie woanders abgelenkt bist. Und deswegen geht diese Energie von der Menge des Essens flöten. Das ist auch der Grund, warum viele dann mehr essen müssen. Und das ist die Umstellung der Ernährung. Okay, Unabhängig jetzt, ob du kein Fleisch isst und so weiter, das hat jetzt erstmal damit, ist es sekundär. Aber entscheidend ist vor allem das bewusste Essen. Nochmal auf die fünfte Dimension. Ja. Also die fünfte Dimension ist dann trotzdem immer noch auf der Erde und wir sind immer noch Menschen oder sind wir dann schon feinstofflich? Oder wo fängt denn das Feinstoffliche oder das nicht mit dem Nein, zu tun? wir sind immer noch Menschen. Also ich sage zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel. Ich bin ja öfters mit diesem Körper war ich noch nie dort, aber mit meinem zweiten Körper war ich schon öfters im Inneren der Erde. Ja, Und ich das war auch unter so. anderem auch in Telos. Jetzt ist es aber so, wenn du jetzt nach Telos, also du als Mensch, jetzt als Telos gehen möchtest, musst ja nur unter Mount Shasta, musst du praktisch kommen, da ist dann Telos. Du wirst es nicht finden. Du wirst umherirren und wirst es nicht finden. Warum? Weil es in der anderen Dimension ist. Aber dort, wenn ich dort bin, sind die Menschen trotzdem Menschen. Sie schwingen anders, klar, aber du kannst sie anfassen. Du hast trotzdem einen Körper. Der fühlt sich noch genauso an wie vorher, ist vielleicht nicht mehr so schwer, aber der ist nicht feinstofflich. Der ist auch noch grobstofflich, aber er schwingt anders. Aber leben dann hier auch schon jetzt Menschen in der fünften Dimension? Also viele oder? Ja, natürlich. Und es gibt eben einige, die sich auch immer wieder hierher, ich sage jetzt mal, transformieren, hier runterkommen und hier die Menschen versuchen, von ihrer Sicht aus entsprechend auch da eine Unterstützung zu geben. Ja, aber nicht jeder kann sie sehen.